Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll. Ich bin unterwegs im Mauler 1R ausgestattet mit dem Brawl Air Build des Tages, nämlich Double Pumpgun, also zweimal die LBC, nix AC und vier Scoozy, kleinen Schluck auf dem Hintergrund, vier Shortrange Missile, Sechser sind in dem Ding verbaut. Klingt auf den ersten Blick recht warm, ist es auch, aber er kühlt gut wieder runter und wir haben hier richtig geiles Glück. Eine ultra kühle Map, Frozen City. Genießen wir es, solange sie noch so ist. Ich habe nämlich ein bisschen Angst vor dem Redesign, was Dienstag kommt. Ich freue mich tierisch auf den Patch Rescaling, Command Wheel, theoretisch halt auch die neue Frozen City. Man weiß halt nicht, ob sie so gut wird oder auch nicht. Ich fürchte ein bisschen, weil ich mag diese Map eigentlich. Die Größe ist, finde ich, noch immer ganz nett und so. Auch wenn nett der Bruder, der kleine Bruder von Scheiße ist. Wow. Fuck, da hat sich das Overlay von Steam geöffnet. Aber einfach mal draufhalte. Rückwärtslaufe, draufhalte. Das funktioniert auf jeden Fall. Fuck. Aus Versehen in eine brawlige Situation gekommen und direkt das Beste rausgeholt. Das war ziemlich brawlesk von mir. Mit meinem Luckshot. Oh. Na, Shadow Cat? Der Shadow Cut? Boots! Einmal Alpha Strike reingedrückt. Shit, jetzt ist mein Center auch auf und mein Seitentose auch. Aber mein Center ist nur rot. Nur rot. Nur. Aber die Shadow Cat kann gerne nochmal vorbeikommen. Der Direwolf da vorne macht mir ein paar Sorgen. Ah, komm schon, ey. Jetzt kriege ich hier noch eine Schelle vom Alpha, vom Airstrike rein. Oder Arty. Ziemlich uncool. Oh, so unbeweglich. Ja, ich versuche hier dir noch auszuweichen. Du läufst zielstrebig auf mich zu, Kollege. Was ist hier, was ist das? Für einen Hampelmann-Gedöns. Alter. Victor Zane. Sag mal. Reden wir ein bisschen auf hier. Was haben wir hier? Ein Hellslinger. Komm mal her. Ich regel das mal eben. Oh klar, gehen wir doch aus der Sonne, Mann. So. Ist mir auch alles egal. Wenn er meint, sich hier in die Sonne stellen zu müssen, machen wir ein bisschen besseres Pushing. Positioning. Pushing. Pushing ist aber auch geil. Mach mal mehr Pushing hier. Oh oh. Jetzt hier, Cody Bro, kannst du wieder vorne hinrennen und dich vor mich stellen. Jetzt wäre das in Ordnung. Weißt du, die ganze Zeit dieses Sinnlose, einfach hier nach vorne preschen und mir im Weg sein. Du siehst doch, dass ich da irgendwo rumstehe, irgendwas mache. Aber nö, sinnvoll irgendwo sich hinstellen, ne? Auf keinen Fall. Schau, Ämpchen, St. East Blue. Oh, schade, kein Spot frei zum Feuern. Weil wir gleich hier irgendwo lang kommen. Ich hoffe mal auf da. Komm. Ich stehe jetzt und warte. Oh, das könnte nicht so gut ausgehen für uns. Noch einer weniger. Oh, da kommt ein Ding, Atlas. Hi. Fuck. Ich habe Angst. Wo ist er? Komm, mach einen Dude. Dude machen. Fuck. Schieß, Kollege. Oh, jetzt hat er keine Waffe mehr. Gut. Jetzt brauchst du aber auch nicht mehr abschießen. Das ist jetzt meiner. Meiner! Ich glaube, durch die Schrotladung in den Hintern ist er draufgegangen. Verdammt, jetzt sehe ich auch gar nicht mal mehr so gut aus. Abgesehen, also ich bin klar noch ziemlich attraktiv und so. Aber der Zustand meines Max lässt doch zu wünschen übrig. Sorry, Alter! Nicht so gut. Schieß, flieg, Mondstein! Bremsensichel! Oh, Messer hier. Mac Attack, gut gemacht, Alter. Wow. Nicht gut. Shit, keine Waffen mehr. Ach, naja. Ich hatte meinen Spaß. Den Bild solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren, falls ihr die Karre habt. Weil das Teil, das räumt pervers gut ab. Dann kann ich an dieser Stelle, bevor ich ins MacLab komme, erstmal hier euch feinen Supporter-Leuten erst danken. Denn ich habe einfach mal das Video rausgehauen für diejenigen, die nochmal gefragt haben, ob ich nochmal den PayPal-Link raushauen könnte, um mich generell zu unterstützen, weil ich immer die Mac-Pakete kaufe, raushau, was jetzt raushau, halt präsentiere etc. pp. Da kam ein bisschen was zusammen. Besten Dank für den Support und es ist tatsächlich jetzt bis zum Huntsman, das ist übrigens der neueste angekündigte Mac, jedes Paket vorreserviert, also bis einschließlich zum Huntsman werde ich euch jeden Mac präsentieren können, wenn er in diesem Pre-Order-System released wird. Das ist auf jeden Fall ziemlich geil. Ich freue mich tierisch. Besten Dank dafür. Und da
ist ja natürlich auch für jeden anderen ziemlich gut. Und was auch geil ist, dadurch konnte ich 100 Mal in den Sack greifen heute beim, beim Summer Blubs Event, wie auch immer das heißt. Und wir sehen hier, der Bild hat halt Bums. Man muss es erstmal in Nahkampf schaffen, aber dann räumt er ziemlich gut ab. 3 Kills, 752 Damage, das ist auf jeden Fall schon ganz adäquat, würde ich mal frei behaupten. Mal die Teamstats anschauen. Wir sind wahrscheinlich einer von der Performance her relativ weit oben angesiedelt. Jo, zusammen mit dem Black Knight. Der war auch gar nicht mal so schlecht. Der hat aber, glaube ich, auch noch bis zum Schluss gelebt. Dann kicken wir uns einmal, hieß da einer Unschuldslamm. Ich habe mir gar nicht so genau angeguckt, mit welchem Namen ich da so spaziere. Aber Unschuldslamm ist ein schöner Name. Sehr unschuldig und lammig. So, jetzt einmal den Bild auschecken. Wobei einmal... Ah, der Camo, das sieht hier auch tatsächlich immer noch ziemlich cool aus. Ich mag ja die Fraktionskamos. Und kicken wir einmal ins MagLamp. So schaut das Ding aus. Standard 300, ein zusätzliches Double geht's. Da sind wir bei einer Hitzeffizienz von 1,38. Ist auch gar nicht so verkehrt. Bei 4 SM6 an der Alpha Strike geht zwar eigentlich noch ganz gut, aber es ist nun mal ein bisschen warm mit den 4 SM6ern. Könnte man noch im Chainfire gehen, aber ich mag den Alpha Strike viel lieber. Oh ja, viel lieber mag ich ihn. Und ja, ihr seht schon, die Arme noch relativ gut gepanzert. Sie sind nun mal auch ein guter Kugelfang, wenn man sich das Ding einmal anschaut, so von der Seite her. Ich meine, klar, von der vorne kriegt man hart auf die Nase, aber drauf loslaufen, Alpha Strike, Torso Twist, bap, 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 die Arme schielen dann so einiges weg. Dann kann man dann schon gut mitarbeiten und Schaden halt wirklich gut wegfressen. Man könnte natürlich auch, wenn man wollte, die Arme weiter abpanzern und zum Beispiel auf eine etwas schnellere Engine gehen, aber so viel kann man da tatsächlich nicht mehr rausholen. Dann könnte man vielleicht, wenn man wollte, etwas mehr Munition irgendwo hinpacken, wobei das platztechnisch auch schon ziemlich gut ausgereizt ist. Also von daher, naja, so wie ich das jetzt habe, bin ich persönlich auf jeden Fall ziemlich gut zufrieden damit. Und mit der Panzerungsverteilung, ich habe hinten lieber immer einen kleinen Tacken mehr. Es gibt Leute, die haben weitaus weniger, die sagen immer, warum hast du so viel hinten? Und ich finde gerade bei einem Assault Mech, der sich so schlecht umdrehen kann, was heißt schlecht, aber langsam, finde ich es immer noch vom Vorteil, wenn ich dann doch mal mindestens 2 Short-Range-Missile-Salven von einem Jenna 2C verkrafte, ohne direkt umzufallen. So Leute, besten Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch ein traumhaftes Wochenende. Viel Spaß beim Event. Denkt dran, Sonntagabends 22.30 Uhr der Livestream auf 6 Games and Rock'n'Roll bei Twitch. Der Link dazu auch in der Videobeschreibung, sowie alle möglichen anderen Links auch. So. Tüdelü.